Ah, unbekannter Veteran. 4 Sterne. Das haben wir doch hinbekommen. Skill Points 129. Finisher, ja, alles klar, wunderbar. Haben wir alles hinbekommen hier. Dann kann das doch direkt zum nächsten Ereignis gehen. Was haben wir denn hier? Die dritte Woche. Remember. Ein exciting match. Okay. Noch mehr Signature und Finisher. Ist natürlich cool. The WWE Universe loves a match that is back and forth. The main way to turn the tide of any match is with reversals. The more reversals you pull off during the course of a match, the more SP you will earn. Heightened drama is a big part of any WWE match. This means kicking out of pins right before the three count. The more you do this, the more the WWE Universe will be pulled into your match. This also means more SP for you. Okay, also vor dem 3-Count herauskommt, so wie Cena macht, und mehrere Reversal machen. Alles klar, kein Problem. Gegen wen muss man jetzt antreten? Tommy Wall. Ja, natürlich, er hat noch die gewonnen. Tommy, du bist auch so einer, der denkt, dass er der Bessere ist, ne? Aber wir sind hier bessere. Oh, wenn wir das jetzt so gerade nicht zeigen. Da sind mal Beine hängen geblieben. What are you doing? Ich weiß nicht, er hatte wie immer die bessere Idee. Come on, keep Dieser grinding it Typ out. Ist... Boah. So, kannst du erstmal eine Close-Line abbekommen. Na komm. Versuch mich anzugreifen. You think the WWE Universe wants to see that? Irgendwie tut er immer das gleiche sagen. Aber das müsste eigentlich auch schon reichen als Reverse. Muss ja nicht ein Strike Reverse sein, haben sie ja nicht gesagt. Are you even listening to me? Back and forth, ja. Das können sie haben. Und German Suplex. Muss ich nur noch 15 machen. 15 Stück machen. Und dann habe ich einen Typ schon fertig. So, mal gucken, ob er pinnt. Pick it up! Komm, versuch zu pinnen. Versuch mich zu pinnen, Typ. Ich will, dass ich rauskicken muss. Komm, versuch zu pinnen. Come on, push yourself harder. Versuch zu pinnen. Der Typ versucht nicht zu pinnen. Warte, das hat mir auch nicht alles gefallen. So. This is your dream. Work for it. Irgendwie sehe ich ein bisschen aus wie der alte Seth Rollins. Aus seit ewig Tagen. I know 10 other guys that want this more than you do. Ach ja? Das ist schon wieder. So.
Signature machen wir auf jeden Fall schon mal. Nämlich den Backbreaker. So. Show me you want this. Show me you want to be a WWE Superstar. Irgendwie, will der Typ mich nicht mal ansatzweise versuchen zu besiegen. Ich kann hier taunten. Ich kann hier machen, was ich will. Komm. Komm, Typ. Rappel dich auf. Zeig mir, dass du mich besiegen möchtest. Komm, versuch mich zu pinnen. Komm schon. Komm. Typ, versuch mich zu besiegen. Das ist das Einzige, was ich möchte von dir. What are you doing? Ich versuche, mich herabzuarbeiten, dass ich aus dem Bild rauskommen muss. Wisst ihr was? Ich hab keinen Bock mehr. Ich weiß, dass ein Teil der Aufgabe ist. Aber ist egal. Jetzt geht deine Finisher ab. Und kabom. So. Scheißegal. Der Typ hat es nicht anders verdient. Ah, 3,5 Sterne. Werde ich so gut sein wie Cena oder Randy Orton? Okay. Okay. Oh, ich habe Rusev. Habe ich gekriegt. Okay. Heißt das, ich bin jetzt schon bereit für NXT? Also zumindest habe ich keinen auf Eva Marie gemacht. Bin direkt nach dem Main Roster gekommen. Was haben wir denn hier? First Week in NXT. Da bin ich ja mal gespannt. Vier Matches diesen Monat. Wenn ich mich ganz besonders gut schlage, dann schmeißt er mich in ein ein NXT Championship Match. Das klingt schon mal sehr gut. Also ich bin schon begeistert, dass er das machen möchte. Gehen wir doch mal ins Match hinein. Ich habe übrigens die Musiken ausgemacht. Nur für den Fall, falls mir YouTube da wegstriken möchte oder ein Content-ID drauf geben möchte. Nur für den Fall. Ja, yeah, da ist er, der Widowmaker. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Cologne, Germany, Chris the Widowmaker. Bin ich aber richtig gespannt drauf. Ist richtig excited, merkt man. Na Leute, wie sieht's aus? Seid ihr bereit für den Widowmaker? Der immer das Blut seiner Opfer auf der Brust hat. Das Blut ist übrigens von dem Typen, der uns in der ersten Woche angemacht hat. Deswegen ist er immer aufgetaucht. Den haben wir so zusammengeprügelt, dass dass wir sein Blut auf unserem Körper verteilen konnten. Man merkt also, mit dem Typ ist nicht zu spaßen. There's the bell, and you can feel that electricity.
This is what WWE is all about. Yeah. Nobody wants to give an inch in this. Schon wieder, das kann doch nicht wahr sein. Also ich schlag mich echt hier. Scheiße. Struggling for control. Warte. Jawohl. Da. He's got him. Counter by Phantom. Ja, ich habe ihm den Spitznamen Phantom gegeben. He anticipated that move perfectly. Nee, 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 nee. Oh, out of nowhere. Oh, that did it. What a beast Phantom's been so far. Ja, man merkt das Training bei Performance Center. Oh, hat ihm gut getan. Phantom just a bit faster on that exchange. Und ein German Suplex. He landed right on his neck from that German Suplex. He's got his opponent. What's he going for here? Snap Suplex. Talk about getting your spine adjusted. Jeez. Oi, 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 oi. Und der Big Boot. Der Big Boot sitzt immer wieder. Ja, da war ich ein bisschen spät. Oh, a serious knockout blow. Counter by Phantom. Watch it, watch it. Ah. Oh, schöner Neckbreaker. Ich glaube, das war sogar JTG's Finisher früher. Ah. Suplex, ja. Aber dieser Typ scheint einen Low-Beindruck zu haben. A textbook reversal. Can he follow up? He got him. Mal ein bisschen hier mehr zeigen. Der Widowmaker muss mal den Leuten hier beweisen, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. What's this? He used all his weight on that leg drop. Not just one kick there, but a combination of blows. Ja, ich achte so ein bisschen auf die Anzeige. Trying to put him away. Oh, lights out. Na komm her. Jetzt zeigen wir noch den Finisher. He's in position, ready to strike. Whoa, he's measuring. Und es geht nach unten. And here we see it from this angle. Nein. Zwei. Drei. Jawohl. Phantom wins. Well, let's take a look at some of those highlights. Bam. Eins, zwei, drei. Das war's. We got a couple of highlights here. Let's check them out. Here is your winner, Chris the Widowmaker. A lot of aggression there. Well, that was just a one-sided beatdown. Yep, done. Wie er schon so schön sagt. Aber diese ganze Geschichte mit Mike Rea ist noch lange nicht vorbei. Lange nicht. 4 Sterne, immerhin. Kann man nichts zu sagen. Okay.